hinzu. Einen wunderschönen guten Morgen, 8:37 Uhr, Mittwoch, der 13. Juli. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading und wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. 12.800 ist die Big Number, die jetzt um eben vor 8 Minuten schon hier getriggert waren. Wir versuchen die Order nochmal reinzulegen, um und bei den Daily Pivot, also hier aufpassen. Und das gilt auch für mich. Einmal zu schauen, 0,09, 0,09. So, 12,807 Long, 12,792 Short. Gap haben wir die graue Linie hier. Und wir haben hier oben das Gap noch. Wir gucken einmal auf MTX. Da könnte eventuell ein Long Setup reinkommen. Und wir machen hier nochmal die Vergangenheit und gehen hier einmal rein. 25er Box, gestern die Blue Boxen hier sauber in den Gewinn gelaufen. 24er Box sauber in den Gewinn gelaufen. 24,2 sauber in den Gewinn gelaufen. 17er, einer der seltensten, auch im dritten in den Gewinn gelaufen. Also gestern war guter Tag. Jetzt haben wir eine 28er Box, die würden wir natürlich auch nehmen, wenn sie blau wird. Und wir gucken einmal auf die Konto, auf beziehungsweise auf unseren Euro-Britisch-Pfund Daily. Den haben wir in den Gewinn gebracht, sehe ich gerade. Daily. So, gucken wir mal. So, Euro-Britisch-Pfund. Habe ich gar nicht mehr hier drin. Das war der. Ach so, das war ein alter Trade von unserer Hedge-Auflösung. So, bei mir ist hier ein bisschen Sturm. Ich habe hier Durchzug gemacht im Büro. Ich mache mal eine Tür zu. Dann glaube ich, sollte es nicht so doll sein. So. Okay. MTX in Anmarsch. 8:41 Uhr. Ich mache das mal ein bisschen größer. 0,05. Wir achten jetzt auf das Retracement, 3 Minuten und 19, 20 Minuten noch bis zur Markteröffnung. Also 3 Minuten. So 8:42 Uhr. Es sieht danach aus, dass wir hier ein Setup reinkriegen. 5 Sekunden bevor die Kerze ausgeprägt ist, steigen wir ein. Jetzt zieht der Markt ein bisschen schneller nach oben. 2 Minuten. Das Ganze müssen wir händisch machen. Eins 53. Eine Minute noch. Eins null neun. Fünfunddreißig. Achtundzwanzig.
Bisschen Feinarbeit hier. Und wir steigen jetzt ein. 12.836 habe ich die Order zu 12.828, denn sonst Short. Und MTX wird hier nicht angezeigt. So, 50. So, so sieht es besser aus. Kerze 50 zurück vom Vortag. Und also wir sind long im noch nicht eingestiegen und kommen jetzt sogar ein Tickchen besser rein. Und dann gucken wir mal, wie sich der Kurs entscheidet. Und jetzt kommen wir sogar noch besser rein. Und das Spiel können wir weitermachen, solange wir noch nicht ausgeführt sind. Jetzt sind wir long. Und los geht's. Okay, wo kommen die Vola-Boxen rein? Das ist die große Frage. Blue-Boxen. Vola-Box. Bei 12.794, 12.794, also unterhalb der aktuellen Big Number. Unser MTX Trade läuft in unsere Richtung. Und wir gehen jetzt einmal schnell in die Marktübersicht, wie jeden Morgen. Und fangen an bei Bitcoin. So. Zickzacklinie. So. Daily Short. 4 Stunde Short. Stunde Short. 30 Short. 15 plus minus und 5 Long. Nächster Markt in der Rubrik hier. Ethereum. Daily Short. 4 Stunde Short. Stunde Short. 30 Short, 15 Long und 15 auch Long. Nächster Markt Dow Jones. Daily Short, 4 Stunde Long, Stunde Short, 30 Long, 15 Long aktuell und 5 Minuten auch Long. S&P 500. Daily Short, 4 Stunde Long. Stunde Short, 30 Long gleich, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Nasdaq Technologiebörse, Daily Long, Short, wir sind Long, aber 4 Stunde Long, Stunde Short, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Jetzt kommen wir zu Öl. Daily Short, 4 Stunde Short. Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Gold 1700. Daily Short, 4 Stunde Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten Long. Also Gold Richtung Süden weiter. The DAX. Daily Short, 4 Stunde Short, Stunde Long, 30 in Vorbereitung 15 Long und 5 Minuten auch Long. Kurzer Überblick jetzt hier. Also leichte Tendenzen für Long. So, wir sind für unser Videotagebuch ein Punkt fehlt und dann sind wir raus aus dem Trade und das war's. Wow. Erster Trade für heute
Und wir ziehen den Indikator mal rein hier, GBE Order History Indikator. Und wer also uns verfolgt seit mehreren Monaten, nicht Wochen, mehreren Monaten, MTX mit der Box Trade, ist ja alle Trades spätestens im dritten in den Gewinn gelaufen, falls es ein Fehlausbruch war. Ansonsten alle Trades bisher mit diesem Ansatz im TP gelaufen, also großartig. Ich verabschiede mich jetzt bei den YouTuber für unser Videotagebuch. Also heute ein besonderer Start vor 9 Uhr mit MTX und wir machen im Live-Trading rum weiter. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken.